Alfred Mittermeier erinnert sich noch gut an die ersten Auftritte mit seinem Bruder Michael auf dem Maschkerer Ball in Dorfen. Da herin haben wir angefangen. Da herin haben wir unsere ersten Triumphe gefeiert. Das war für uns natürlich ein Jahreshighlight. Zweimal 400 Leute war ganz was Besonderes für uns. Das Dirndl ist von meiner Mama. Und die Lederhosen, die der Michael anhat, die ist vom Opa. Wir haben die Sketche im Radio aufgenommen mit einem Kassettenrekorder. Und dann sind die mühsam im Kinderzimmer mit der Schreibmaschine abtippt worden. Also es hat noch keine Kopierer gegeben. Das heißt, man hat es auch zweimal abtippen müssen. Wir waren ja zu zweit und das war eine Heidenarbeit. Und die Rollenverteilung war immer klar. Das heißt, ich habe immer aufgelegt die Pointe und der Michael hat abgeschossen. Bumm. Ein Preuße kommt mir vor wie in der Vogelwelt ein Storch. Na, wieso denn ein Storch? Sie haben einen großen Schnabel. Und wenn es im Norden nichts mehr zum Futtern gibt, dann kommen wir nach dem Süden. 30 Jahre später. Nicht schlecht. Ja. Ich glaube, dass man nicht viel nachgedacht hat. Also man hat tatsächlich, wir sind damals raufgegangen, relativ naiv, glaube ich. So, ja, dann schauen wir mal. Und der Papa sagt, das passt schon. Und dann hat man das gemacht. Die Leute haben gelacht. Und dann hat man gemerkt, das hat was. Anfang der 80er Jahre entdeckt das Fernsehen die jungen Talente. Da ist die Kamera. Also, vorne. Ich bin der Fredi Mittermeier. Und du? Ich bin der Michael Mittermeier. Und das Ganze, das sind die Mittermeier-Burm aus Dorfen. Halt! Rauffahrer, stehen bleiben! Ein Sketch von Karl Valentin. Wie heißen Sie denn? Wieso? Ich habe Sie auch nicht gefragt, wie Sie heißen. Ja, wie Sie heißen, möchte ich wissen. Wurzelbrüft. Wie? Wurzelbrüft. Wie schreibt man denn das? Wie man spricht? Ja, sagen Sie das noch einmal, aber ganz langsam. Wurzelbrüft. Ich glaube, dass wir das damals gar nicht so überrissen haben. Also mir im Nachhinein war ich nicht mehr nervös, wie wenn jetzt so 500 Dorfner saßen, die ich ja dann alle treffen musste nachher. Ich meine, du musst ja auch mal denken, du machst was fürs Fernsehen, ist ja surreal. Aber wenn du in deiner Heimatstadt vor 500 Dörfern einen Auftritt machst und der war scheiße, dann ist klar, dass du in den nächsten 2-3 Wochen, du triffst ja alle beim Bäcker, beim Metzger. Also da bist du mindestens genauso nervös. In den 90er Jahren tingelt Michael Mittermeier über die Dörfer. Eigentlich studiert er Politikwissenschaft und Amerikanistik, aber sein Herz schlägt für das Kabarett. Ich habe die ersten Jahre, da hast du ja immer noch drüber gelacht. Der Friedenssänger geht wieder auf Tour. Ja, das waren aber Texte. Und so, die Texte waren super. Ja, genau. Ne, aber das war eine Zeit, wo ich tatsächlich eher, wenn mich einer gefragt hat, was machst du so, habe ich gesagt, ich studiere. Auch sein 1,5 Jahre älterer Bruder fährt zweigleisig. Nach dem BWL-Studium belebt er als Kulturreferent die Theaterszene seiner Heimatstadt Dorfen. Und da haben wir dann auch zum ersten Mal den Watzmann aufgeführt. Der Watzmann ruft von Wolfgang Ambros. Alfred Mittermeier spielt nicht nur. Er führt auch noch Regie und profitiert von seinen zahlreichen Auftritten im Fasching. Ich habe also nie eine Stunde an einem Schauspielunterricht gehabt. Das ist so eine Gefühlssache. Wo ich merke, das machst du jetzt so und passt. 8000 Zuschauer in 4 Wochen. Ein voller Erfolg. Was macht unterdessen sein Bruder Michael? Wie wir den Watzmann gemacht haben, ist er gerade mit Sepp ziemlich nah umgeschossen. Ja. Der hat also da genau zur richtigen Zeit das richtige Programm gehabt. Und ja, das war ein klasse Programm, muss ich sagen. Ich finde, man sollte sich sein persönliches Parfüm nach der Fernsehwerbung aussuchen. Na, wo immer dieses halb verhungerte Model, diese Kate Moss, so unkoordiniert durchs Bild läuft.
Einem Bauer würde ich sagen, die wird den nächsten Winter nicht überstehen. Ich habe mich da mit einigen Kabarett-Veranstaltern oder Kabarettisten gesagt, was soll denn der Scheiß, der Schmarrn? Da sage ich, Entschuldigung, aber das ist meine Welt. Und dann blickt sie immer so lasziv verstört in die Kamera. Between love and madness, yes, obsession. Hey, ich verstehe da immer, was zum Essen. Ich bin ein sehr manischer Typ, muss ich zugeben, der im Wahnsinn tatsächlicherweise sich komplett verlieren kann. Und der Anspruch natürlich, der ist immer da. Wenn 40 sitzen, wirst du 40 zum Lachen bringen. Wenn 100 sitzen, 100. Und wenn 60.000 sitzen, sind 60.000. Das Ding ist nur, die Energie, die du da aufbringen musst, willst, die ist halt nochmal, da geht halt was. 2002. Frankenstadion Nürnberg. G-Punkt, hä? Kennt ihr doch G-Punkt, quasi der weibliche Checkpoint Charlie? Dieser ominöse Punkt im Innern einer Frau, wo man angeblich nur leicht draufdrückt. Bing! Aha! 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 Michael Mittermeier rockt. Er verkauft später 1,5 Millionen Tonträger und wird zum Superstar. Wie wui? So, kann ich nicht. Genau zu dieser Zeit entscheidet sich Alfred Mittermeier für dasselbe Metier. Also für mich war es schwerer dadurch, das muss ich klipp und klar sagen. Da kann aber eher nichts dafür, sondern der Schatten war schon verdammt groß. Und das war vielleicht das Schwierigste, dass du aus diesem Schatten rausspulst. Heute bespielt er die wichtigsten Kabarettbühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bissiger Satire und listigen Wortspielen. Ich habe einen Beruf, von dem ich leben kann und der mich erfüllt, der mir Spaß macht. Da bin ich natürlich todfroh, dass ich das machen kann, dass ich mich da durchgesetzt habe. Und wenn ich zurückschaue, weiß ich bin nirgendwo protestiert worden. Ich bin in Megalor gegangen und ist mir schon froh, dass man es durchgezogen hat. Gut. Frauen sind tougher geworden. Kaufen sich ihre Blumen selbst. Blumen sind ein Symbol für diese Veränderung. Bitteschön, was waren früher Blumen? Ein Zeichen der männlichen Aufmerksamkeit, ein weiblicher Stimmungsheber, strategisch einsetzbar, um Verfehlungen abzuschwächen. Komm heute mal heim mit Blumen. Du hast auch, hast du ein schlechtes Gewissen. Oder die andere Variante, mein, hoffentlich habe ich so eine kleine Vase. Wenn ich ständig mich am Erfolg vom Bruder orientieren müsste oder würde, nach dem Motto, spinnst du so viel Leid und ich bloß so viel und jetzt die Fernsehsendung, ich da noch nicht drin gewesen und so, dann funktioniert es nicht. Da krampfst du, da bringst du keinen Text mehr raus, keinen sauberen. Na, 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 ich bin so blöd, du bist so blöd. Na, na, aus den lustigen Lausbuben sind zwei Vollprofis für satirische Unterhaltung geworden. Wie wäre es eigentlich mit einer Wiedervereinigung? Ja, ich meine, das wäre natürlich schon, wenn jetzt jemand kommt und dann so wie bei den Spice Girls sagt, pass auf für das Comeback, soll man euch jetzt einmal 300 Millionen Pfund, dann darf ich einfach mal sagen, sind wir dabei. Also. Und zwar unter unserem alten Namen, die Mittermeier-Burm. Schön wär's, die Mittermeier-Burm. Für die Bühne geboren sind sie beide.